glaube, bitte? Über die Höhe dürfen wir uns unterhalten, da komme ich gleich zu. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich glaube, relativ einheitlich sind wir hier in der Überlegung, dass die Corona-Pandemie zweifelsohne viele wichtige Bereiche unseres wirtschaftlichen Lebens beeinträchtigt und dass Bund und Land in einem überraschenden Maße auch schnell willens und in der Lage waren, zumindest in Teilbereichen zu helfen. Das ist, glaube ich, über Parteigrenzen hinweg schon einmal festzustellen. Unternehmen bekommen Bürgschaften, Übergangshilfen und Krediten. Aber diese Programme haben alle auch Lücken und sie haben auch Fehlgewichte. Und eine Gruppe hat die Politik vergessen, vielleicht sogar links liegen gelassen, während in Hessen große Unternehmen zum Teil großzügige finanzielle Unterstützung bekommen, sind kleine Solo-Selbstständige, Künstlerinnen und all diejenigen, die sich in sehr prekären Umständen als Selbstständige durchs Leben kämpfen, nach wie vor auf die Grundsicherung angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und da haben wir als Linke eine klare Perspektive. Wir finden, dass diese Grundsicherung eben nicht ausreicht. Hartz IV bringt Menschen in Armut, belässt Menschen in Armut, ist die gesetzliche Festschreibung von Armut. Und wir sind dagegen, Menschen per Gesetz in Armut zu schicken. Und das gilt auch für Selbstständige, die sich prekär durchs Leben kämpfen. Und wenn dann gesagt wird, lieber Kollege Bamberger, man solle doch die psychologischen Hürden irgendwie nehmen den Menschen und dass es gar nicht so schlimm sei, wenn sie sich sozusagen Hartz IV in Anspruch nehmen, dann bitte ich doch diejenigen, die Hartz IV lange Jahre propagiert haben, noch einmal zu überlegen, wie vor wenigen Jahren noch über Hartz IV-Empfänger in diesem Land gesprochen wurde, was man für Vorstellungen verbreitet hat, was das denn für Menschen wären, die solche staatlichen Nothilfen angeblich bräuchten. Wir hatten nämlich keine Diskussion darüber, dass eine Grundsicherung ein soziales Recht ist, dass es ein Mindestmaß an Auskommen bedarf und dass sich niemand dafür schämen muss. Im Gegenteil, man hat die Menschen noch kritisiert dafür und man hat sie mit Bildern gezeichnet, die völlig unangemessen waren. Und ich finde, wenn diese Krise etwas gezeigt hat, dann dass wir vielleicht damit doch endlich mal aufhören sollten und dass es gut wäre, wenn man auch die Regelsätze erhöht und ein Bild zeichnet, dass, wenn man soziale Hilfen in Anspruch nimmt, dass das das gute Recht der Menschen ist. Und jetzt ist die Frage, natürlich stimmen wir dem FDP-Gesetz zu. Die Anhörung hat gezeigt, dass hier eine Regelungslücke ist, dass die Selbstständigen im Regen stehen gelassen werden. Und deswegen, lieber Kollege Kaufmann, finde ich auch nicht, dass man der FDP bei allen ideologischen Differenzen, die wir haben, jetzt eine Profilneurose vorwerfen kann, sondern die FDP weist hier auf ein politisches Problem hin, mit dem wir uns ernsthaft beschäftigen sollten. Und dass es da Mittel und Wege gibt, die der Kollege Bamberger so mit einem Satz abgetan hat, das hat doch aber die Anhörung gezeigt. Es gibt in Baden-Württemberg den fiktiven Unternehmerlohn. Das kann man als Ersatz für Einkommen werten. Und da sind es ausgerechnet die Grünen, die solche Regelungen auf Landesebene vorantragen. Und die, die davon betroffen sind, finden diese Regelungen sogar auch gut und würden sich wünschen, dass es die auch in Hessen gibt. Und da muss sich eine Landesregierung mit einem grünen Wirtschaftsminister schon fragen lassen, der ist jetzt gerade nicht da, aber der müsste sich schon fragen lassen, warum er in Hessen eine solche Regelung nicht in Erwägung zieht. Und dazu kommt das nächste Problem, dass diese so unbürokratischen Zugang zu Grundsicherung, und zweifelsohne gibt es jetzt in der Krise Erleichterungen. Ja, die Menschen müssen nicht mehr ihr gesamtes Erspartes aufbrauchen. Es gibt da also unbürokratischere, also es gibt Maßnahmen, die nicht mehr so bürokratisch sind. Aber trotzdem hat die Anhörung gezeigt, dass viele Selbstständige das so nicht einfach bestätigen können. Der Landesverband Professionelle Freie Darstellende Künste Hessen macht deutlich, dass bei fast zwei Dritteln der Antragstellenden aus ihrer Sicht heraus die Grundsicherung alles andere als einfach und unbürokratisch gewährt worden ist. Und diese Menschen, die geraten dann einfach in die Mühlen des Hartz-Systems und sie werden dort trotz den zeitlich begrenzten Erleichterungen nicht in der Art und Weise aufgefangen, wie das hier propagiert wird. Deswegen bleiben wir dabei, die Menschen in Hartz IV zu schicken. Das kann nicht der richtige Weg sein.
Und deswegen braucht es da eine Lösung. Aber, und jetzt kommt das Aber, natürlich haben wir auch noch an einigen Punkten Bedenken bei dem Gesetz. Mit Blick auf Gewerbetreibende sollten Voraussetzungen für die Bewilligung staatlicher Gelder geschaffen werden, z.B. eine Beschäftigungs- und eine Standortgarantie für die im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen, damit die eben nicht, obwohl es dann finanzielle Förderung gibt, drohen, ihren Job zu verlieren. An Unterstützungsleistungen sollten nur dann erhalten werden, wenn Tarifverträge zur Anwendung gebracht werden, wenn Ausbildung, Weiterbildung, Qualifizierung gesichert und gefördert wird, wenn es keine Gewinnausschüttungen gibt und die gewinnabhängige Vergütung für Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer begrenzt wird und vor allem, dass die Unternehmen nachweisen, dass in der Vergangenheit in Deutschland Steuern gezahlt wurden und keine Steuerflucht begangen haben. Das sollten eigentlich Selbstverständlichkeiten sein, wenn es finanzielle Förderungen für Unternehmen gibt. Bei der Gewährung von Hilfen an Unternehmen, die in der Vergangenheit durch Verstöße bei der Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns aufgefallen sind, muss mindestens mal vor der Auszahlung von neuen Hilfen eine besondere Prüfung erfolgen. Und wir finden auch den Vorschlag gut, dass Unternehmen mit einem Betriebsrat einen Bonus erhalten. Herr Schalauske, einen kleinen Moment. Es ist zu laut im Plenarsaal. Ich bitte, dem Redner zuzuhören. Gut, aber jetzt noch einmal zurück zur dramatischen Lage der Selbstständigen. Auf absehbare Zeit wird sich an dieser dramatischen Lage auch nicht viel ändern. Das hat auch die Anhörung deutlich gemacht. Und da ist es in jedem Fall besser, Hilfe jetzt zu beschließen, an der wir dann im Einzelnen noch Kritik haben oder wo man über Detailregelungen diskutieren müsste, als eine Landesregierung zu haben, die für die Selbstständigen eben gar nichts tut. Und wenn es in der Frage sogar schon einen Minimalkonsens gibt zwischen Linken und FDP und ja auch die SPD dafür ist, dann kann ich nicht nachvollziehen, warum CDU und Grüne, Soloselbstständige, kleine Unternehmen und Gruppen wie Künstlerinnen im Regen stehen lassen, der Verweis auf die Grundsicherung, auf Hartz IV, auf Armut per Gesetz, das ist nicht genug. Und natürlich ist es richtig, dass all diese Dinge ganz am Ende auch bezahlt werden müssen. Und da gibt es zwei Varianten. Entweder in den nächsten Jahren werden die harten Tilgungspläne der Regierungen im Bund und Land verfolgt, dann drohen Ausgabenkürzungen in den nächsten Jahren. Da muss in anderen Bereichen gespart werden. Da wird es auch Leidtragende geben. Oder wir diskutieren mal endlich darüber, wie man ein gerechtes Steuersystem schaffen kann, wo starke Schultern auch mehr dazu beitragen und wir dann auch die Maßnahmen entsprechend finanzieren können.